Folge 19 von Lego Marvel Avengers. Wir haben gerade eben diesen Klon-Dingsbums, aus dem dann The Vision wird, was ich aber noch nicht sagen darf, was jetzt passiert. Excelsior, sagt Stan Lee, weil wir ihn ausnahmsweise mal gefunden haben. Jetzt können wir auch zufrieden sterben. Hast du mir schon mal erklärt, warum er immer Excelsior sagt? Das ist halt so ein Ding, was der sagt. Das Framework ist nicht kompatibel. Die Genkodierung ist schon bei 97%. Ich sage das nur einmal. Die wäre keinmal. Schaltet es ab. Nein, vergiss es. Nein, nein, nur weiter. Was sagst du? Verzeihung, das war seltsam. Thor. Hast du dabei geholfen? Die Avengers können Ultron nicht besiegen. Nicht allein. In deinem Kopf sah ich Vernichtung. Guck nochmal. Ich kann euch nicht zwingen, mir zu vertrauen. Aber wir müssen gehen. Prima. 3 Minuten. Macht euch bereit. Was ich mir gerade so gut vorstelle, ist, wenn jemand noch nie so einen Marvel-Superheldenfilm gesehen hat, dann gibt man ihm das Spiel und dann soll der hinterher einen Aufsatz drüber schreiben, was die Geschichte da war. Geil, das wäre so gut. Das ist halt wirklich. Ganz ehrlich, so, du könntest mich da mal fragen, was die Geschichte ist und ich wüsste es nicht mehr. Also irgendwie so diese Entscheidung, sie zwar sprechen zu lassen, dann aber irgendwie so eigene Sätze einzusprechen, die verkürzte Versionen von dem sind, was im Film irgendwie sind, und dann aber trotzdem irgendwie jede wichtige Handlungswendung trotzdem noch mitzunehmen und jemand drauf zu scheißen, das ist halt irgendwie so. What? Hä? Wie? Also irgendjemand verstanden hätte, was The Vision jetzt ist, der das, den Film nicht gesehen hat, aber gut. Ich habe das jetzt nicht mal verstanden, wo ich den Film kenne. Siehst du? Ich bin ja so gespannt auf das Lego Star Wars Episode 7, ob das auch so gebaut ist. Mhm. Also ob wir da auch jede kleine Popel-Szene. Ich wette, in Lego Star Wars 7 spielen wir ganz oft die ganzen Abschnitte mit dieser Commander, die den Helm nicht absetzt, die aus Game of Thrones ist. Die Captain Phasma. Genau, von der spielen wir ganz viele Level. Der, wo sie da zu dem einen geht und sagt, hier, setz mal deinen Helm auf. Und der andere, wo sie sich innerhalb von 2 Sekunden bleib mal hier, ne? Das ist ja hier nur der Hub wieder. Totschlagen, ne? Überwältigen lässt. Wo sie sich da überwältigen lässt. Das ist geil, weil die Schauspielerin hat doch letztens irgendwie gesagt, ja, es war nicht das letzte Mal, dass ich was von ihr gesehen habe. Und ich dachte halt nur so, nein. Das sieht erstens total albern aus, diese Rüstung. Und sie war ja wohl auch mal total langweilig. Also ich fand die Rüstung eigentlich ganz cool und ich hätte mir echt viel erhofft, weil ich auch die Schauspielerin ganz gern mag aus Game of Thrones, aber es ist halt eigentlich so wie Boba Fett auch. Boba Fett wird in den alten Filmen auch total hochgehypt und er macht eigentlich gar nichts. Ja. Außer halt irgendwie einmal dabei stehen, wie Han Solo in Carbonit in seinen Kofferraum eingeladen wird und dann irgendwie bei so einer Versammlung dabei zu stehen und dann, wenn es das erste Mal zu einer Kampfszene kommt, sofort elend zu versagen. Aber eine Sache hat er, und das ist halt das, was, glaube ich, so ein bisschen zur Legendenbildung Boba Fett geholfen hat, dass er diesen Trick von Han Solo durchschaut hat. Mit dem Verstecken. Ja. Das ist halt so dieses, okay, er hat quasi Han Solo in dem Bereich besiegt. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was ihn so ein bisschen heraushebt. Ich meine, das Schöne ist ja, das hat ja noch dazu geführt, dass der dann eben in den ganzen, wie sagt man, im Expanded Universe dann total zum Überkopfgeldjäger und Superhelden hochstilisiert wurde. Hätte auch alles nicht sein können. Ich finde es halt immer so geil, weil der Schauspieler, der den gespielt
in Anführungszeichen, gespielt hat, also der Mann, der da stand und den Helm anhatte, der ist ja dann immer auch so Science-Fiction-Conventions und gibt dann da Autogramme, wo ich immer frage. Wofür das denn? Ich meine, ich verstehe ja schon nicht, wenn jemand von mir ein Autogramm haben will, aber ich habe wenigstens mal was gesagt, ja. Hiermit ist es, ich sag's ganz offiziell, ich halte mich für besser als Boba Fett. Ich wollte es gerade sagen, was war das denn für eine Ansage? Bevor wir jetzt hier völlig abdriften, können wir mal irgendwie in Richtung Story driften? Was für eine Story, wenn ich fragen? Naja, alle vier. Das sind doch vier Geschichten, die hier erzählt werden, oder? Ja. Ihr habt doch richtig gezählt. Wo sollen wir denn da hin? Ich glaube, wir müssen hier runter. Ja? Wir waren schon vollkommen richtig. Richtig. Also die blauen Steinchen haben da hingezeigt. Ja. Und da, wo die blauen Steinchen hinzeigen, da gehen wir hin. Wir haben, glaube ich, schon alles eingesammelt, guck. Das ist nur Dreck auf eurem Monitor. Das ist nicht noch Zeug, was wir übrig gelassen haben. Du hast sogar recht. Ach stimmt, jetzt sind wir ja wieder in New York. Warte mal, wie kann man denn Charaktere wählen? New York, New York. Nehmen wir einfach hier den Dings Quinjet. Ha! Frisst das Hubwelt. Was kommt denn jetzt? Der Avengers ist weiterentwickelt als jener, den wir bei S.H.I.E.L.D. hatten. War ja von einer so dezenten Person wie Tony Stark nicht anders zu erwarten. Er ist größer, um das ganze Team unterzubringen, aber immer noch genauso schnell und wendig wie der Alte. Und, hey, das hört sich langsam nach Werbung an. Sie müssen nur wissen, dass er sie nach Sokovia bringen wird. Mach dich gefasst, Ultron. Die Avengers sind unterwegs. Ultron weiß, dass wir kommen. Wir rechnen mit schwerem Beschuss. Aber Priorität ist die Evakuierung der Leute Sokovia. Was war denn das gerade? Was Ultron gebaut hat. Findet Romanoff und evakuiert alle. Natascha? Alles okay? Hast du hier irgendwo einen Schlüssel gefunden? Ja, hab ich. Wann wurde die denn entführt? Keine Ahnung. Der Bohrmaschinenpfeil. Geil, sehen wir jetzt wieder cool. Das Finale als Zwischensequenz. Du sperrst mich aus. Ihr nehmt mir meine Welt. Ich nehme euch eure. Das ist ja so geil. Wir müssen weg. Ich liebe dich. Den anderen. Den anderen? Dachte schon, sie. Bringen wir es zu Ende. Nie komme ich zum Zug. Wo ich mich auch frage, er wird doch, wenn er wütend wird zum Hulk. Romanoff, wird man da nicht eher ängstlich, wenn man aus dem Fenster fliegt? Den Weg freiräumen. Stoßen Sie zu den anderen, sobald ja. Sie. Er halt nicht. Yes. Achso, du musst an mich ran, oder? Achso, ich muss an dir dranbleiben. So. An die Szene kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Die ist doch aus dem Alone in the Dark eigentlich. Richtig, ja. Ups. Was kommt hier? Ich gehe mal hier außen hin. Das ist ja auch so geil. Kannst du dich daran noch erinnern, ans Alone in the Dark? Hä? Soll ich weiter innen? Ne, ich glaube, du musst ganz nach außen. Soll ich weiter außen geht? Ne. So weit geht. Kommt man da nicht rum? Hä? Oder sind wir von der anderen Seite? Vielleicht kann man springen? Kann man vielleicht so. Ist man schneller? Also, vielleicht darf man nicht so viel Zeit verbrauchen. So einfach so. Oh Mann, dann halt. Ja. Okay. Very good. Das kann man doch nehmen hier. Das ist aber echt wieder in the Dark Level. Ist ja geil. Was war da noch übrig? Oder hier Jurassic Park, wo sie mit dem Trailer hinten dran hängen. Ja, stimmt. Stimmt. Das war im Spiel auch, ne? Ja. Die Szene. Also das kann ich auch abreißen. Das Ding da unten. Oder? Das ist doch so, das so Griffe, ja. Genau. Das war, glaube ich, nur zum Rumliegen da gewesen. Kannst du da hochklettern? Ja. Wenn du da irgendwie reingehst, da komme ich da auch rein. Warte mal, kann ich das vielleicht hier bauen? Ah, schau mal, ich kann mir hier so einen Weg bauen.
da die Kamera so gut ist, kann ich jetzt auch voll erkennen, was ich mache. Ah, ich glaube, du musst da irgendwie scannen, dass ich diese Böppel hier sehen kann, weil irgendwie sind die so... Die werden nur angedeutet, dass ich hier weiterklettern kann. Ah, kannst du mir mal erklären, wie ich da scannen soll? Keine Ahnung. Mach mal was. Kann ich eigentlich zum Banner werden? Nee, ne? Nee. Uhu. Versuch da mal weiter zu klettern. Ein bisschen weiter nach links rüber. Du bist zu fett. Fatty Mac Fett Fett. Ich muss hier weiter. Nö, sie auch das hat sich. Warte mal, aber bleib mal da. Jetzt hat sich die Kamera zumindest jetzt hier so gedreht, dass mal meine Figur vernünftig zu sehen ist. So. Nee, bei den Alone in the Dark haben sie doch irgendwann so eine PS3-Version noch veröffentlicht mit groß, ja, und jetzt die Steuerung besser, ist alles ja viel besser. Habe ich mir natürlich die auch noch gekauft. Dasselbe Scheiß. Ja, und mit Kunden wie dir Lektion nicht gelernt. Muss man sich nicht anstrengen. Ja. Das hatten wir doch mal letztens so einen Bericht darüber, dass das diese psychologische Kriegsführung von den Entwicklern mit diesen Patches, dass wenn viele Patches kommen, die Leute automatisch denken, oh, naja, jetzt wird es ja in Ordnung sein. Und dass das teilweise manche Entwickler tatsächlich so einsetzen als Trick. Crazy. Ich kletter mal weiter aber nach unten ich vielleicht. Ich weiß nicht, wo ich... Da gibt es nicht irgendwo so eine... Nee, also... Also Selbstmord ist auch nicht die Lösung, offenbar. Ah, warte mal, hier ist irgendwas. Hier kann ich irgendwas ziehen. Lass es dran. Oh Gott. Zu spät. Jetzt also irgendwie habe ich den Weg frei gemacht. Ja. Reifeisen und wie hieß das andere? Ich glaub, Volksbanken und Reifeisen? Ist es nicht irgendwie der Fels in der Brandung? Württembergische Versicherung? Ich weiß es nicht. Wir machen den Weg frei? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Gibt's auch lange nicht mehr, ne, die Werbung. Ich glaube, du musst zurückkommen und mich mitnehmen. Hep. Wie es auch nicht mehr gibt, ist Herr Kaiser. Stimmt. Warte mal, ich versuche mal da anzuschießen. Cool. Ist es... War das der Kaiser, der die Sexgeschichten hatte? Ist das nicht eine Teilfirma von denen? Ach, du meinst hier die... das war noch diese Sexpartys. Ja, ja. Aber das war, glaube ich, nicht die Hamburg-Mannheimer. Das war, glaube ich, die... Aber ist das nicht... Gehören die nicht irgendwie zusammen? Das kann sein. Ich hätte gedacht, dass ich da irgendwie mal... So wie der aussieht. Dem traue ich es zu. Ich kann ja einfach das brennende Zeug weghauen. Dem anderen Kaiser muss man inzwischen ja auch alles zutrauen. Kaiser von China. Genau den. Ne? Dem Halunken. Dem Tipp nur. Warte mal, Doppelschuss. Ist so wichtig, dass ich China sage. So. Bam. Jetzt kannst du hier nochmal gucken. Doppel Bam. Dreimal Bam. Au, meine Hand. Oh Gott. Naja, wird schon kein Zivilist dabei umgekommen sein. Hui! Los, sei mein Held. Wenn er fällt? Globale Zerstörung. Los. Immer diese Hühner. Wir sind schuld. Hey, sieh mich an. Wer schuld hat, ist egal. Verstehst du? Aber ich kämpfe, weil es mein Job ist. Bleibst du hier, bist du sicher. Aber wenn du durch die Tür gehst, bist du ein Avenger. Jetzt haben sie seinen besten Satz rausgeschnitten. Was war denn der beste Satz? Da erklärt er doch, also fasst er doch zusammen, wie die Situation ist. So von wegen, da ist draußen eine Armee von Killerrobotern, gegen die irgendwie ein anderer Typ mit Raketenwerfern, ein Riesenmonster und ein Gott kämpft und ich stehe hier mit Pfeil und Bogen. So.
Also ich mochte diese Farm-Szene, ich fand, also im ersten Teil fand ich Hawkeye halt so doof und das hat ihn im zweiten Teil mir sehr sympathisch gemacht, das und die Farm-Szene. Also dieses Understatement, aber na toll, Lego-Spiel, you had one job. Zum Beispiel auch so geil mit dem Barton. Ich habe das erst, als ich den Dings nochmal gesehen habe, den Thor, geschnallt, dass der da dabei ist. Echt? Hatte das nicht groß mitbekommen. Ich dachte, ja, da ist halt einer so mit so einem Pfeil und Bogen, aber Gott, mir doch egal, was der da so macht. Der ist ein Thor-Film mit dabei. Ja, klar. Echt? Der steht doch dann. Ach so, ich dachte, du fragst, warum ich so blöd war, den nicht zu erkennen. Nee, also ich habe den Thor-Film jetzt auch schon auch eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Ja, der ist im ersten Thor-Film dabei. Ach, der ist nämlich so dann in dieser Basis. Da geht doch dann Thor irgendwann in die Basis und will dann seinen Hammer da zurückholen. Ja. Und dann sagt doch der Hammer, nee, du nicht. Und dann kommt doch Loki. Und vorher ist der Barton da irgendwie in so einem Kran und hängt über der ganzen Anlage und will den dann, fragt dann, ob er ihn erschießen soll. Ah, okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier tue. Irgendwas soll ich damit machen? Muss es irgendwie manövrieren. Aber wohin? Vielleicht muss es hier in diese Wand reinschleudern. Achso, das ist so ein. Ach, das ist so ein. Ach, das ist ein Presslufthammer. Ah. Ist ja geil. Als ob ich den nicht erkennen würde, nachdem er hier täglich bei uns im Büro alles zerstört. Er hat sich doch schon in unsere Herzen gepresst, Luftthammer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, nach so viel Romantik brauchen wir erstmal Verschnaufpause. Bis zum nächsten Mal. Ciao.